Vibe Nummer 4. Ah, schön, aber wir sind endlich drin. Sofern ich jetzt nicht im Ladebildschirm rausfliege. Lass mich rein, lass mich rein. Freue dich auf die Ini. Wie weit bin ich von dir entfernt, stundentechnisch? 4, 5, 6 Stunden? Wie gesagt, ich mache ja heute auch nur Story. 4 circa würde ich schätzen. Okay. Ja, dann dauert es noch. Am Dienstag, wenn es offiziell rauskommt, wird es noch ein bis zwei Wochen dauern, dass es so viele gibt, die Story durchkloppen. 2 bis 3 Tage dann die Chance auf 90 machen und nichts mit dem zu tun haben, bis der Raid rauskommt. Ja, und eben, das meine ich. Das wird ja noch, das wird alles noch eine ganze Weile dauern. So lange muss man damit jetzt erstmal leben. Ah, danke. Ich sehe mein Char. Ah, hallo. Ich hab dich wieder. Ging jetzt nicht online. Schade. So, einmal kurz die Lautstärke höher führen. Bis 2 Wochen noch. Dann hast du nur noch eine Crew von 300, 600. Ja, und 300 und 600, das geht ja echt noch. Hast du jetzt 2 neue Games? Das stimmt. Das stimmt. Nein. Warte. Anwenden. Nee. Ich liebe diese Waffe. Dieses Geräusch. Wieder gleichzeitig. Das geht jetzt aber eine ganze Weile so. Aber ich habe gestern ja eine ganze Weile mit meinem Reaper gespielt. Oh, und ich liebe ihn. Ich liebe den Reaper. Aber ich habe mir gestern auch noch den Sage geholt. Du willst Story machen? Ja. Ich will aber auch den Reaper leveln. Ich lasse mich aber auch nicht hetzen. Ich mache die Story dann, wenn ich es für richtig halte. Ich spiele ja eh bis 23 0 Uhr. Kann ich eigentlich? Ja, kann ich. Die Fähigkeit habe ich gestern bekommen. Arcana Kreis. Du hast die ausgeteilten Schaden von dir und umstehenden Gruppenmitgliedern um 3%. Das schafft doch Person beim Militär. Nö. Nein. Einfach nein. Aber ich finde es sogar jedes Mal, wenn ich eine Attacke mache oder halt die Waffe ziehe, dieses Kettensägengeräusch von meiner Sensei. Das ist doch. Das ist geil! Aber warte mal, wo muss ich eigentlich überhaupt hin? Da muss ich hin. Einmal nach Galamalt, bitte. Und einmal bitte auf meinen Barden schalten. Will was sehen hier. Na, sehen tut er ja was. Die Frage ist, was ich euch zeige. Rein theoretisch dürfte Hybrid sowieso nicht zugucken. Er wird voll gespoilert. Oder bist du hier schon gewesen?
Hast du mich jetzt eigentlich überholt? Ich weiß ja nicht, wie weit du noch gekommen bist gestern. Ich kann mir vorstellen, dass du mich schon überholt hast. Boah. Müde ich bin. Immer noch ohne Höschen. Wir stehen noch vor der Innie. Ah, okay. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Oh, geiles Mord. Hallo, Typ, den ich nicht aussprechen kann bis heute. Ah, meine Busen... was? Meine Busenfreundin. Wie immer in wichtiger Mission unterwegs, nehme ich an. Ich auch. Ich soll mich nämlich hier im Lager umsehen und helfen, wo Not am Mann ist. Für mich klingt das eher nach Beschäftigungstherapie, aber egal. Uns hat man aufgetragen, Eblans Reifen nach Überlebenden zu durchkämmen. Was? Diese riesige Frostebene? Dann zieht euch besser mal warm an. Zum Glück habt ihr ja mich und mein Fernrohr. Wie wär's, wenn ich mich ein wenig für euch umschaue? Komm mit. Oh, muss das sein? Nein, dann kann ich ja... na, das kann ja heiter werden. Wir folgen ihm besser schnell. Mhm. Wenn es sein muss. Mit der Type will ich eigentlich nichts zu tun haben. Denkst du, warum ich denn nicht mit zum Geburtstag gehen will? Mit zocken. Im Spielschicht werde ich, denke ich, 2 bis 3 Uhr schön spielen. Jo. Wie gesagt, ich werde jetzt, also zumindest bis 0 Uhr. Und danach gucken. Wahrscheinlich werde ich dann so müde sein, dass ich ins Bett falle. Gehe ich einfach mal stark von aus. Kann aber auch sein, dass ich länger mache. Mal schauen. Beim Morgen streame ich wahrscheinlich auch. Das streame ich aber vormittags. Das streame ich nicht abends. Wobei, es kommt drauf an, ob Frotis den Hund morgen mitnehmen kann. Wenn er den Hund nicht mitnehmen kann, dann streame ich abends. Wobei, abends wird es dann keinen FF14 geben, weil da werde ich wahrscheinlich nicht reingucken. Es sei denn, ich bin schon vorher mehrere Stunden zuvor drin. Was dann aber ein hartes Stück Arbeit wird, wenn ich Essen mache oder so. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist ein riesiges Schaf oder eine haarige Kuh. Jedenfalls nichts, wonach ihr sucht. Obwohl, da leuchtet was. Ach, nur ein Hexagon. Ansonsten ist da nichts als Schnee und noch mehr Schnee. Doch wartet. Was sieht mein wachsames Auge da? Oh Gott. Manchmal frage ich mich, ob der auf den Kopf gefallen ist. Ja, ganz sicher. Ein Mädchen. Was? Zeig uns, wo? Östlich von hier. Hinter den Bäumen. Es sah aus, als würde sie vor etwas wegrennen. Und ich glaube, nicht vor uns. Sie trug ein grünes Kleid. Mehr konnte ich auf die Schnelle leider nicht erkennen. Sie wird längst weg sein, wenn wir dort ankommen. Aber bei den vielen Schnee sollte sie zumindest Fußspuren finden. Sollten sich zumindest Fußspuren finden lassen. In Ordnung. Ich sage Lucia Bescheid, wohin ihr geht. Oh, und nehmt diese wärmenden Tränke mit. Die wurden an alle Mitglieder des Korps verteilt. Ich gebe euch meinen ganzen Vorrat. Dem Mädchen ist sehr sicher furchtbar kalt. Vielleicht könnt ihr so sein Vertrauen gewinnen. Bist du dir sicher? Es sah vorhin so aus, als könntest du sie auch ganz gut selbst gebrauchen. Aber nicht doch. Als Mitglied des Korps ist es ja wohl meine Pflicht, der notleidenden Bevölkerung hier zu helfen. Und als Edelmann, wie ich nun mal einer bin, erst recht. Nun beeilt euch lieber, bevor sich ihre Spur verliert. Mhm. Sonst wirst du ja auch für deine Heldentaten gelobt werden. Das sind das riesige Viecher. Also wenn das Schafe sein sollen, dann sind das die großen Schafe, die ich in meinem Leben je gesehen habe.
greift mich eh an, sag ich ja. Nope. Kommt halt auch drauf an, wie du nächste Woche streamst. Will ich es nur schaffen, morgens die Story zu machen. Ich weiß es halt auch noch nicht, wie ich nächste Woche streame. Also nächsten Sonntag wird auf jeden Fall wieder normal Gruppen-Games sein, das weiß ich. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wie gesagt, morgen hängt es halt drauf davon ab, ob der Hund da ist oder nicht. Da werde ich dann wahrscheinlich, je nachdem wie lange ich auch wach bin, früh aufstehen und morgen früh weitermachen. Dann mal gucken. Ich glaube, dass es bis wir Endwalker so weit durch wird es, glaube ich, auch erstmal nichts anderes mehr geben, habe ich so das Gefühl. Aber weil ich so ein. Ja, so eine große Lust drauf habe. Ich muss aber einmal ganz kurz. Oh Gott. Krieg halt die Füße. Der Raum hat sich noch nicht sonderlich aufgewärmt. Braucht immer eine halbe Ewigkeit, bis er warm wird. Ich habe nämlich erst vor einer halben Stunde. Kommt das hin? Als ich vom Klo wieder kam, erst die Heizung angemacht. War ein bisschen blöd von mir. Hätte ich gleich machen sollen, als ich runterging. Oh. So. Wir haben sie gefunden. Oder wissen zumindest, wo ihr Unterschlupf ist. Die Tür ist allerdings fest verschlossen. Das sieht auch nicht so aus, als wäre sie in letzter Zeit geöffnet worden. Eventuell versteckt sie sich ganz in der Nähe. Alfino und ich werden hier suchen. Vielleicht ist sie aber auch einfach nur hier vorbeigelaufen. Konntest du den Weg noch etwas weiter folgen und dich dort umsehen? Könnte ich tun, ja. Ist da nicht jemand? Das Mädchen im grünen Kleid blickt sich ängstlich um. Okay. Wir haben sie zumindest entdeckt. Ich bemerke, ihr habt die Aufgabe als gescheitert in der Umgebung. Was? So weit zurückzufallen. Auch wenn. Dass die Schneewehe zurückgehen und die Verfolgung aufs Neue beginnen. Wo ich hin muss. Da. Da läuft sie. In die geschafft. Glückwunsch. Nee, hier ist keiner. Das hat sich angefühlt wie eine Savage Fight. Echt? Eieiei. Oh, ich will heute auch noch eine Innie erleben. Wobei ich nachher zumindest einmal Stufensteigerung und einmal 50, 60, 70, 80 mache für den Reaper. Aber das geht erst heute Abend.
wenn das ganze Ding zurückgesetzt wurde. Da ich die Dailies ja schon gemacht hatte gestern. Will mein Reaper ja noch hochkriegen. Ist die Frau bald mal da, wo sie hin soll? Danke, mein Schatz. Danke. Oh. Danke, mein Schatz. Gerne. Moin, Nick, beim Sandpfoten. Schönen ersten Advent. Ah, nee, zweiten. Zweiten. Zweiten Advent. Schönen ersten. Ich hoffe, eure Katzenklos sind alle sauber. Hm. Danke. Gerne. Später! Bis dann, Jan! Bis Würsing! Es ist mir auch egal, dass das Ding abgeschmiert ist. Oh Gott. Glühwein! Schön warm! Oh Gott. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt bin ich glücklich. Gut, machen wir den Scheiß nochmal. Oh, und das Essen riecht schon wieder so gut. Ein kleiner Mini-Cookie. Lecker. Ich liebe Essen. Essen ist meine Lieblingsbeschäftigung. Gut. Nein, nein. Alles gut, Matze. Alles gut. Ich frag mich aber, bei der einen Stelle da hinten, wo man sich da hätte verstecken sollen. Was macht die Person da? Kein Untier in Sicht. Hat die eine Ahnung?
Wahrscheinlich muss ich da hinter den nächsten Baum, ne? Oder auch nicht. Ich bin absolut ein Durchblick bei FF13. Ich brauche da Hilfe und ich habe von FF0 Plan. Gott, FF13 ist bei mir tatsächlich zu lange her. Ich weiß gar nicht, Final Fantasy 13 habe ich das letzte Mal vor. Also aktiv vor 8 Jahren gespielt. Ich glaube, ohne Komplettlösung wüsste ich jetzt auch nicht mehr alles. Wo hängt der denn? Ungefähr. Ich glaube zwar nicht, dass ich helfen kann, aber vielleicht. Guten Morgen, Iron! Oder guten Nachmittag. Und einen schönen zweiten Advent wünsche ich dir. Wer bist du? Ja, wir haben die gleiche Frisur. Kein Schritt weiter. Dieses Haus steckt bis unter das Dach voll mit Sprengstoff. Wenn du nicht auf mich hörst, jage ich uns in die Luft. Warte, wir wollen dir helfen. Aber kann ich looten? Looten gibt's in dem Sinne, glaube ich. Also, meinst du jetzt die ganzen meinen schwebenden Kisten? Die es da gibt? 13? Wenn sonst, soweit ja eigentlich nichts, was man looten kann. Ich bin Alfino. Das sind meine Schwester Alize und unsere gute Freundin Aidaria. Mal kurz auf KDZ sinnvoll nutzen und mich schon mal anziehen. Mach das Hybrid. Als wir von den Schwimmzuständen in Galamat hörten, haben wir zusammen mit unseren Verbündeten in Eosea und dem Fernen Osten einen Korb zusammengestellt, das euch Galean helfen will. Kommt kein Geld zusammen. Geld zusammenzubekommen ist in FF13 verdammt schwer, weil du fast nichts verkaufen kannst. Weil alles, was du an Komponenten bekommst, was das da so, ja, so gibt, geht ja quasi in die Erweiterung für Ausrüstung. Also das Einzige, was du machen kannst, ist über 30 Stunden lang, Leute, also Viecher bekämpfen und immer wieder das Spiel neu starten. Also rein und wieder rausgehen. Damit die Viecher spawnen. Geld farmen an sich ist verdammt schwierig. Es sei denn, ja, du verkaufst halt wirklich alles. Aber da du, wie gesagt, die meisten Komponenten in FF13 dafür brauchst, um voranzukommen, dass du deine Waffen und das andere aufwerten kannst, ist das verdammt schwierig. Also das habe noch nicht mal ich hingekriegt. Ich war einfach auch chronisch pleite. Kein Aaron ist happy, na, jetzt bist du zufrieden. Hab Wildschwein, Schinken und Fleischwurst. Lass es dir schmecken. Lass es dir auf jeden Fall schmecken. Protoss hat mir auch gerade Essen gebracht. Jetzt gemacht das Baguette. Ich liebe Baguette. Selbst gemacht. Kleine Mini-Gürkchen. FF13 war das mit dem ewigen Intro, oder? Ja, es hatte zumindest ein relativ langes Intro-Kapitel, sag ich jetzt mal. Aber ich glaube, das längste Intro war Final Fantasy X sogar. Final Fantasy X war, glaube ich, das mit dem längsten. Gib das mal so weiter. Mach das. Wie gesagt, mit Geld zusammenkriegen ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, irgendwo gegen Ende des Spiels gibt es, glaube ich, auch Nebenaufträge. Die sind aber halt eher so, ja, mehr schlecht als recht gesät. Also wie gesagt, wenn man wirklich alles verkauft, dann kann man irgendwie bestimmt Geld machen.
Oder es halt so machen, wenn du genug aufgewertet hast und erstmal nicht weiter aufwerten kannst, dass du dann erstmal alles verkaufst und die Sachen dann neu farmst. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber ansonsten ist es verdammt schwer, bis man frei laufen konnte. Ja, ja. Dann meinst du auf jeden Fall FF13, weil Final Fantasy 13, ich habe die Xbox-Version, da gab es ja noch 3 CDs. Und du konntest erst dich frei in der Welt bewegen, als du auf der letzten CD damals warst. Also ganz, ganz am Ende des Spiels. Ich laufe mir besser. Ja. Ja, dann meinst du wirklich 13. Das war wirklich ewig lange. Wir wollen dir nichts tun und dich auch nicht gegen deinen Willen von hier fortbringen. Das schwöre ich dir. Ihr wollt uns helfen? Ihr Barbaren und euer Hexenwerk seid es doch gewesen, die all das Elend erst losgetreten haben. Das ist nicht wahr. Bitte glaube uns. Wir wissen selbst nicht genau, was in der Kaiserstadt vorgefallen ist. Wollen es aber herausfinden. Sicher hast du von den Teleporoi gehört, oder? Sie sind es, die Galemheit in dieses Chaos gestürzt haben. Und sie werden nicht eher ruhen, bis die ganze Welt in Schutt und Asche liegt. Deshalb sind sie auch unsere Feinde. Auf dem Weg hierher sind wir auf kaiserliche Soldaten gestoßen, die in ihrem Band standen. Glücklicherweise konnten wir sie aber in unsere Obhut nehmen und versuchen nun, sie zu heilen. Du bist die erste nicht besessene Person, die wir hier treffen. Du konntest du dem Einfluss der Teleforoi entgehen. Und gibt es noch andere wie dich? Mein Name ist Lysinia. Ihr wollt also wissen, wieso ich noch bei klarem Verstand bin? Das habe ich mich auch gefragt. Jeden Augenblick seit dieser schrecklichen Nacht, als das Brüllen erklang. Alles war so unwirklich, als wäre man in einem schrecklichen Albtraum gefangen. Die Leute schrien und ich vielleicht auch. Ich kann mich gar nicht genau erinnern. Als ich wieder zu mir kam, war es still. Totenstill. So ruhig wie sonst in den kältesten Nächten. Allmählich konnte ich wieder klare Gedanken fassen und für einen Moment dachte ich, dass der Spuk vielleicht vorbei sei, dass der Bürgerkrieg vorbei sei, bis ich nach draußen trat. Was ich sah, lässt sich nicht in Worte fassen. Es war grausamer als alles, was ich kannte. Ich rannte so schnell ich konnte, vorbei an den Leichen meiner Freunde und Nachbarn, die ich mein ganzes Leben lang gekannt hatte, ihre toten Blicke gen Himmel gerichtet. Ich wollte nicht enden wie sie und erst recht nicht wie jene, die zwar noch lebten, aber nur noch Höhen ihrer selbst waren. Also rannte ich, soweit ich mich meine Beine trugen. Dann wohnst du jetzt hier? Ja, dies ist Siegerslohn, ursprünglich eine Siedlung für verdiente Soldaten im Ruhestand. Jetzt lebe ich hier mit einigen anderen. Das mit dem Sprengstoff war übrigens gelogen. Ich wollte die anderen schützen, die sich drinnen verstecken. Das Leben hier draußen ist hart und die anderen sind am Ende ihrer Kräfte. Wenn ihr uns mit Proviant oder Brennstoff versorgen könntet, wäre uns sehr geholfen. Aber natürlich, dafür sind wir ja hier. Danke, ich werde mit ihnen reden. Bitte wartet hier einen Moment. Dann kann ich in der Zeit essen. Das sind alle, die hier Zuflucht gefunden haben. Ja, das sind aber nicht viele. Lysinia hat uns alles erzählt, dass ihr uns helfen wollt. Sehr freundlich von euch. Momentan kämpfen wir vor allem gegen die Kälte. Wir haben kaum Erzsalm und können nicht heizen. Mit klappernden Zähnen redet das sich bekanntlich nicht gut. Dann würde ich mal etwas Feuerholz sammeln gehen. Hilfst du mir beim Anzünden mit etwas Magie, Alizée? Ihr werdet nicht mehr lange frieren müssen. Dürfen wir die Feuerstelle dort vorne errichten? Selbstverständlich, fühlt euch wie zu Hause.
Ja, ist 300, aber ich muss jetzt los. Oh! Kacke! So kurz vorm Ziel quasi. Ich krieg eine Hose! Ja gut, eventuell krieg ich eine Hose. Man weiß es ja nicht. Nämlich sobald ich wieder da bin. Bis dahin viel Spaß und bis später. Okay, dir auch. Und auch bis später. Warte ja nochmal 3 Stunden. Entschuldige, ich war ganz in Gedanken versunken. Hab mir ausgemalt, wie jetzt vielleicht alles besser wird, wo endlich Hilfe da ist. Mir ist noch warm vom vielen Herumlaufen. Darum überlasse ich das Feuer gerne den anderen. Wir sind total entkräftet. Selbst wenn wir wollten, könnten wir also gar nicht in wärmere Gefilde weiterziehen. Verstehe ich auch nicht. Also ich finde das gerade verdammt leise. Ich werde mich um die Erfrierung und um die Wunden kümmern, die sich die Flüchtlinge auf dem Weg hierher zugezogen haben. Aber das sind nur äußerliche Behandlungsmaßnahmen. Unser wahrer Feind ist die Kälte, die den Leuten bis in die Knochen gekrochen ist. Um die zu vertreiben, wird dieses Feuer alleine nicht reichen. Ich denke, es wird langsam Zeit für Immanolens Wärmetrank. Ich kann ihn bis jetzt noch nicht aussprechen. So langsam verschwindet die Taubheit aus meinen Gliedern. Aber wenn ich mich von dem Feuer entferne, geht es sicher gleich wieder los, wieder von vorne los. Ja. Danke. So, bei der Verteilung der Tränke lese ich ausnahmsweise mal nicht vor. Das sieht cool aus. Naja. Ein Radio? Das würde ein Radio sein, oder? Siehst du sowas zum ersten Mal? Das ist ein Radio. Man kann damit Nachrichten und Musik empfangen, die von weit her übertragen werden. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen, aber dieses Modell, dessen Schaltkreisen erst aus Locus Moenus verbaut ist, ist bei weitem das beliebteste. Laut dem Fall der Hauptstadt erklingt aber leider nur noch ein einziges Lied. Vermutlich sind die Mitarbeiter in der Sendestation längst tot oder geistern nun als willenlose Schatten ihrer selbst umher. Das Lied heißt Heimat hinterm Horizont. Es handelt von den Widrigkeiten im Norden und der Sehnsucht nach unserer paradiesischen Heimat. Den entschlossenen Soldaten, die ausziehen, um sie zurückzuerobern. Seit unserer Flucht hierher träumen wir Galea immer davon, einst in den Süden zurückzukehren. Das Lied erinnert uns daran, dass Mühen belohnt werden und dass man die Hoffnung nicht aufgeben darf. Ein kleiner Schimmer Hoffnung in dessen dunklen Stunden. Ich persönlich glaube fest, dass der Kaiser noch lebt. Schließlich erklingt seine Melodie, ne? Der Kunde von seiner Ermordung war ganz sicher Teil seines Plans. Er hat das Unheil vorausgesehen und ist untergetaucht, um zu geeigneter Zeit zurückzukehren und uns zu retten. Nein, der Kaiser liegt etwas tot in der Ecke. Etwas. Und sein Sohn hat den Verstand verloren.
Halbwegs. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Kaiser Varys lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Hast du eine Ahnung? Hast du eine Ahnung? Und jetzt der letzte Trank. Ich muss, glaube ich, immer noch da vorne stehen. Ja, tut sie. Da hast doch du deinen Trank. Das hast du also auch den anderen gegeben? Danke, ich hebe es mir für später auf. Ehrlich gesagt würde ich gerne ein paar Fragen stellen, wenn du nichts dagegen hast. Schieß los. Danke, zum einen wüsste ich gerne, ob du zu der Gruppe gehörst, die in Lateum Quartier bezogen hat. Und ob das euer einziger Stützpunkt ist. Außerdem habe ich gesehen, wie Legatus Vergilia mit ihren Truppen nach Manga Glacias marschiert ist. Waren sie es, auf die ihr gestoßen seid? Gute Frage. Nächste bitte. Camp Splitterglas sind die es also. Vergilia und ihre Soldaten sind dort. Wie seid ihr überhaupt nach Magna Glacias gekommen? Habt ihr die Berge etwa zu Fuß überquert? Mit Luftschiffen? Das würde ja bedeuten. Lysinia, wo sind denn alle? Was ist? Du hast eine Stimme von drin gehört? Das hast du dir sicher eingebildet. Es sind doch alle draußen. Vielleicht hat sich ein Alma-Junges hinein verirrt. Das wäre nicht das erste Mal. Seitdem in dieser Gegend nicht mehr patrouilliert wird, wimmelt es nur so von Windchen. Man ist seines Lebens nicht mehr sicher. Das heißt, ihr vielleicht schon. Schließlich seid ihr auch mit einem Legatus fertig geworden. Das bringt mich auf eine Idee. Wenn ihr uns weiterhin helfen wollt, könntet ihr auf die andere Seite des Sees wandern. Es gibt dort ein paar Erdseimzapfer, die früher hier den Brennstoff gefördert haben und es meines Wissens nach auch weiterhin tun. Ich habe sie schon gebeten, uns etwas Treibstoff abzugeben, aber sie wollten Unmengen an Proviant dafür, den wir ihnen nicht bieten konnten. Außerdem könnten wir den Erdseim sowieso nie an den ganzen Ungeheuern vorbeitransportieren. Aber ihr sicher schon, und mit euch würden die Erdseimzapfer vielleicht auch eher verhandeln. Ich warte natürlich nicht, dass ihr ihnen eure Vorräte abtretet. Vielleicht könnt ihr ja etwas anderes für sie tun. Und du hast keine Angst vor dem Alma-Jungen, während wir wechseln? Vor wem? Ach, so nein, mit dem werde ich schon fertig, keine Sorge. Um die Zapferhöhle zu erreichen, muss man den See überqueren. Er ist gefroren und sollte euch tragen. Ansonsten besteht noch die Möglichkeit, herumzuwandern. Aber das wäre ein ziemlicher Umweg. Der Eingang wird ständig bewacht, also haltet einfach nach dem Wachen Ausschau. Viel Glück und passt gut auf euch auf. Mini-Garuda. Ich glaube, die Mini-Garuda habe ich auch noch nicht. Naja, okay.
Dann laufen wir mal los. Ich habe übrigens erstaunlich wenig Windeta-Quellen bisher entdeckt, ne? Also eigentlich gar keine. Ich will nicht wissen, wo die Dinger sind. Ich will es einfach nicht wissen. Weder hier noch anderorts. Wir sind wahrscheinlich so mies versteckt, dass keine Ahnung hat, wo sie sind. Ich freue mich auf den Tag, wenn ich fliegen kann. Noch ein anderes Pony da hinten. Vor allem, ich gucke mir ja auch ständig jetzt schon so ein bisschen um. In der Hoffnung, dass ich was finde. Aha. Weiß nicht. Die wollen, glaube ich, einfach nicht gefunden werden. Wer bist du? Und wie hast du überhaupt hierher gefunden? Was? Ich bin mal weit gegen den Schnee zu sehen? Bah, gib's doch zu. Wenn die Eulengardia aus Siegerslohn uns nicht verpfiffen hätten, wärst du hier nie aufgekreuzt. Diese bornierten Drecksäcke dachten, sie könnten uns einfach so unseren Erdseim abschwatzen, ohne dafür etwas zu berappen. Aber jetzt, wo die Hauptstadt vor die Hunde gegangen ist, hat der Winter sich gedreht und wir sitzen am längeren Hebel. Da hilft es ihnen auch nicht, sich zu schicken, Söldnerin. Einschüchtern lassen wir uns nämlich nicht. Nicht. War ja ein schwieriger Weg. Ja, wir mussten über eine eisige, gefrorene Fläche gehen, ohne dass wir ausrutschen. Eigentlich wäre es cool, wenn sie diese Eisflächen noch mit so einem Rutscheffekt hätten versehen können. Ich glaube, das wäre gar nicht mehr so schlecht geworden. Hardcore. Habe ich dich endlich gefunden? Was? Lysinia hat mich gebeten, dir zu folgen und zu anzugehen. Jemand muss ihr gesteckt haben, dass ich gewisse Erfahrung mit dem Schleppen von Erdseimfässern habe. Genau, zum Driften, yep. Leidest du erstmal so gemütlich da lang. Das ist also die Zapferhöhle. Bitte nach dir. Ja klar, ich darf vorgehen. Du bist mir einer. Wer seid ihr? Und was ist mit den Wachen passiert? Wie bitte? Eoseer und Rebellen sind gekommen, um die Galea zu retten? Ach, wieso? Das ist so eine einmalige Chance, diese verdammten Penner den Rest zu geben. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr alle nicht von hier stammt? Allerdings, einige kommen aus Gyrbania, andere aus Yangtze, Bosia und Dalmaska. Ein paar von uns hat man hierher verschleppt, andere falsche Versprechungen gemacht, damit wir hier Erdseim fördern. Das Einzige, was uns sonst eint, ist das Ahn in unserem Namen. Wir sind der Bodensatz der Gesellschaft, ihr Fußabtreter. Aber das ganze Hierarchiesystem ist ja jetzt für die Katz. Geblieben ist uns der Erdseim aus dem See und er hält uns warm. Darf ich fragen, wie ihr den Erdseim aus einem See fördert, der völlig zugefroren ist? Hey, das wüsstest du gerne, was? Pechka, Betriebsgeheimnis. Naja, wobei ich auch nicht behaupten kann, dass wir Unmengen davon hochpumpen würden. Dafür fehlen uns einfach die Mittel. Und satt wird man von dem Zirkel leider auch nicht. Aber ihr und eure Korps könnten doch sicher Treibstoff brauchen, nicht wahr? Vermutlich habt ihr Proviant. Also warum machen wir nicht ein Geschäft? Von unserer Seite spricht nichts dagegen. Aber warum Proviant einfordern, um hier zu
Um hier zu überdauern, wenn ihr theoretisch überall hingehen könntet. Ihr seid doch jetzt frei. Tja, aber wo will man uns denn? Wir waren so lange hier, dass uns die Leute zu Hause längst vergessen haben. Außerdem beherrschen wir nichts als Erzheim zu fördern. Und damit kann man sich in unseren Heimatländern rein gar nichts kaufen. Deshalb werden wir hier bleiben, solange es eben geht. Wenn die Nachfrage nach Erzheim anhält, kommen wir schon irgendwie über die Runden. Selbst wenn es Galam halt nicht mehr geben sollte. Ja, durchaus möglich. Und einmal wieder abgeben. Was das Ilsabad-Korps hier auch immer erreichen wird. Das Kaiserreich ist hier vermutlich verloren. Für manch einen ist das sicherlich ein Grund zum Feiern, aber für viele ist es auch das Ende von allem, was sie kannten. Wenn man bedenkt, was in Galamals Namen geschehen ist, ist es vermutlich besser so. Was mit den einfachen Leuten, ihren Leben und Geschichten? Sollen die auch in Vergessenheit geraten? Naja, darüber können wir uns vermutlich später noch genug den Kopf zerbrechen. Jetzt müssten wir uns erstmal um den Erzheim für Lysinia und die anderen kümmern. Und darum, dass mein Charakter endlich mal eine Hose bekommt. Bitte lass es eine Hose sein. Es ist eine Hose, oh Gott sei Dank. Jetzt sehe ich nicht mehr ganz so Panne aus. Auch schön. Ihr wollt also unseren Erzheim, ja? Ja. Was? Die Galia aus Siegerslohn haben euch geschickt? Die müssen ja wirklich verzweifelt sein, wenn sie den einstigen Feind um Hilfe bitten. Naja, wenn die Schwester von dieser Lysinia wirklich so krank ist, wie sie vorgeheult hat, dann hatten sie vermutlich keine andere Wahl. Eine Schwester? Aber da waren nur Lysinia und drei Männer. Gut möglich, dass die Ärmste längst den Löffel abgegeben hat. Medizinisch versorgen konnte man sie sicher nicht. Ich habe Lysinia jetzt zwar auflaufen lassen, auch weil ich hoffe, sie würde uns noch was Besseres bieten, aber ein Fässchen Erzheim kann ich fürs Erste schon entbehren. Betrachtet es als kleine Anerkennung dafür, dass ihr mich mit dem Korps bekannt macht. Vergesst aber nicht, eure Leute zu uns zu schicken, hört ihr? Endlich nicht mehr neckisch, ja. Weißt du, läufst du dann durch eine Eiswüste mit untenrum eigentlich nichts an. Du hast halt wirklich nur diese Kutte oben, dann so ein warmes Stiefelchen und so die Beine einfach mal so komplett nackig. Jeder andere hätte sich schon den Arsch abgefroren. Außerdem sah das total Panne aus. Wobei, immer noch besser als das davor, weil dann konnte man komplett das Unterhöschen sehen. Und ich weiß nicht, in dem Spiel sind die Leute irgendwie immer so, die gucken irgendwie immer dann, wenn da jemand halb nackt rumläuft. Das ist unheimlich. Stehen so dann plötzlich alle um einen rum. So kann man nicht arbeiten. Ich kann mir absolut nicht erklären, warum Lysinia ihre Schwester vor uns verborgen gehalten haben sollte. Aber das könnten wir sie ja fragen, wenn wir zurück sind. Los, beeilen wir uns. Und jetzt noch mal über den super toll gefrorenen See. Eismu, ja genau. Genau das. Dann herrscht da eine kleine Fröstel-Ära. Auch nicht schön. Ich stell mir Besseres vor. Stimmt, deswegen muss man wieder pinkeln. Okay, 7 Stunden geht der begünstigte Teleport noch. Ach, der macht ja auch gerade dieses Versteckding. Stimmt, eigentlich könnte man das Spiel ganz gut überlisten, ne? Ich frage mich, ob das geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel aufs Klo gehe und zum Beispiel eine längere Pause
Knuffelpuffel. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine längere Pause machen würde, könnte ich doch eigentlich einmal, warte mal, ich will es mal ausprobieren, die ganze Zeit so lang laufen. Also mich einfach irgendwo hinstellen an eine Wand und die ganze Zeit laufen. Ginge das? Zählt das doch noch an Spielen? Das wüsste ich halt gerne, ne? Ob das zählt. Okay. Wäre aber eine geile Idee, oder? Oder, Luna? Wäre doch geil. Wenn niemand könnte, dann ja eigentlich, ne? Ich glaube, bei Lotro geht das nämlich. Bei Lotro kannst du das nämlich machen. Und was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel so mache? Dann ändert sich meine Position ja. Rein theoretisch, bis ich irgendwo gegenknalle. Ah! Also rein hypothetisch. Aber bei Lotro klappt es. Zumindest bisher. Immer. Also ändert sich die Position. Du darfst natürlich getötet werden. Rein theoretisch. Oder ich setze Frutus einfach hier runter. Es ist ruhig. Zu ruhig, wenn du mich fragst. Afino wollte sich eigentlich um die anderen am Feuer kümmern, aber es ist keiner mehr da. Ich werde mich mal in dem Gebäude umsehen. Siehst du draußen nach? Weit können sie ja nicht gekommen sein. Es wäre halt so gut, ne? Wenn man sich dann einfach so fortbewegt. Okay, hier ist nichts. Ah. Da bist du. Sie haben mich gebeten, ihnen beim Tragen zu helfen. Weil ich ihnen hier folgte, griffen sie plötzlich an. Ich habe es irgendwie geschafft, sie auszuschalten, ohne sie schwer zu verletzen. Habe aber dafür selbst einige Schrammen davongetragen. Ha, wenn ich dieses großspurige Gerede schon höre. Ihr hattet doch von Anfang an nichts anderes vor, als unsere Schwäche auszunutzen. Wie Geier wollt ihr über uns herfallen? Jetzt, da wir am Boden sind. Dachtet ihr einfach, wir würden euch das Märchen vom netten Korb abnehmen, wenn ihr ein paar Kinder schickt? Da habt ihr euch aber geschnitten. Gefangen nehmen wollt ihr uns, versklaven und auspressen, sein Land an euch reißen und uns auch noch das Letzte nehmen. Das ist nicht wahr. Das wird nie unser Ziel. Das war nie unser Ziel. Ihr könnt später weiter streiten. Wir haben jetzt andere Probleme. Wir haben leere Medizinflaschen und ein Lager gefunden, das noch warm ist. Es stimmt wirklich. Lucinia hat ihre kranke Schwester vor uns versteckt. Und jetzt fehlt jede Spur von beiden. Wo stecken sie? Spuck es aus. Da werde ich euch miesen Drecksäcken ganz sicher nicht auf die Nase binden. Foltert mich ruhig. Niemand wird dich foltern. Wir wollen euch helfen. Lucinias Schwester muss sehr krank sein. Bei all den angebrochenen Medizinflaschen, die in der Hütte lagen. Was glaubst du, wie weit die da draußen kommen werden? Es wimmelt hier nur so von wilden Tieren. Ihr habt zwar zwei in den sicheren Tod geschickt. Ihr habt die zwei in den sicheren Tod geschickt. Der 10. Drache ist fertig. Alter, da warst du echt fleißig einfach. Immer noch besser, als von euch versklavt zu werden. Naja. Die zwei sind noch jung. Sie hätten euren magischen Hexenwerk nichts entgegenzusetzen gehabt. Darum haben wir sie weggeschickt, um sie von eurem grausamen Clown zu retten. Seit ihr hier aufgekreuzt seid, haben wir einzig auf Zeit gespielt. Euch etwas vorgegaukelt, damit wir ihnen zur Flucht verhelfen können. Ihr seid schuld, dass sie da jetzt draußen in der Wildnis umherirren müssen. Wieso sind wir daran schuld? Wir haben nichts gemacht.
Bin jetzt aber erstmal durch mit den Drachen. Jetzt muss ich erstmal was anderes. Jetzt setzt du dich in Katzen. Oder in Schmetterlinge. Oder Robben. Das bringt uns alles nicht weiter. Schwer zu sagen, wie Lysinia und ihre Schwestern reagieren werden, wenn wir sie finden. Aber suchen müssen wir sie trotzdem. Geht ihr schon mal vor. Ich sorge dafür, dass von dem hier niemand auf dumme Gedanken kommt, während wir weg sind. Wie du meinst, sei bitte vorsichtig. Wir nehmen in der Zwischenzeit ihre Fährte auf. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Ich habe eine unglaublich niedliche Katze gefunden. Oh. Herz. Es gibt nur einen Weg raus hier. Da fangen wir an. Okay. Okay, der Vorder. Forsche Fußspuren von zwei Personen. Der Größe nach zu urteilen, keine Erwachsenen. Das könnten nur die beiden sein. Los weiter. Ah, Jokomoppel. Warte, Jokomoppel. Wie gesagt, die werden wir gleich nochmal kurz vorhin müssen. Ich glaube, ich habe heute wieder so einen Klugi-Tag. No. Es ist eigentlich so mies, ne? Er will eigentlich nur dieses Gieserkraut haben. Er will nur ans Gieserkraut. Und er kriegt es einfach nicht. Egal, was er tut, er kriegt es einfach nicht. Es ist so mies. Es ist so mies. Das arme, kleine Schokomoppetchen. Er ist einfach hungern. Die Spuren enden am See. Vermutlich haben sie diesen Weg absichtlich gewählt, weil sie auf dem harten Eis keine Fußabdrücke zurücklassen. Fühle ich, kleine Moppel. Fühle ich. Ja, das tut mir immer so leid. Da ist noch ein anderer schwarzer Schokomoppel. Ich sehe ihn. Da hinten. Da! Ein schwarzer Schokomoppel! Der leidet genauso wie unserer. Sie wollen partout verhindern, dass wir ihnen folgen. Warum sonst sollten sie diese gefährliche Route wählen? Sieh doch nur, es sind von wilden Tieren. Wie will Lysinia mit ihrer Krankenschwester durchkommen? Wir könnten Alfinos Hilfe jetzt gut gebrauchen, aber jede Sekunde zählt. Lass uns schon mal mit der Suche beginnen. Na toll. Kann ich mich hier einmal kurz irgendwo in Sicherheit stellen oder spawnt hier gleich irgendwas? Na gut, mehr als sterben können wir ja eigentlich nicht, ne? Warte mal, ich stelle mich einmal kurz nach da vorne.